Ausgepowert vom Kampf, Mensch, unentschieden, kann man damit leben, so als Einstand bei Hanau? Ja, auf jeden Fall. Bin zufrieden. So alles gut verlaufen im Kampf, so wie man sich das vorstellt? Ja, hätte bloß die dritte und vierte Runde mehr machen müssen, aber ich bin zufrieden mit meinem Kampf. Edgar Wald ist ein amtierender deutscher Meister gewesen in diesem Jahr. Hab mich gut geschlagen gegen ihn. Fühlst du dich denn bisher wohl hier in Hanau? Ja, auf jeden Fall. Sehr. Ja, Mensch, Lava, du hast den ersten Sieg hier direkt erzielt für Hanau in der ersten Bundesliga. Ich stelle dich gerade mal noch unseren Zuschauern vor. Du kämpfst in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm, heißt es Lava Kerber. Wie wohl fühlst du dich denn bisher in Hanau? Also ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl. Vor allem das Publikum hier, die Atmosphäre. Habe ich noch nie sowas gehabt. Und zudem sind ja drei Veranstaltungen. Zweite, wir, die erste und danach WSB. Also ganz toll, Publikum. So. Einfach super. Was hältst du von deinem Kampf? Wie zufrieden bist du denn? Nein, nicht ganz zufrieden. Gewonnen ist klar, aber allein von der Leistung her sind noch Defizite da, ein bisschen der Kondition. Beinarbeit war ein bisschen zu schlapp, vielleicht auch ein bisschen zu viel Gewicht gemacht. Das kann an vielen Faktoren liegen. Von daher. Gut, das heißt, es gibt noch was zu verbessern, das gibt es immer. Und wir freuen uns dann aufs nächste Mal und sind gespannt, was sich da getan hat. Ja, also wie gesagt, Defizite wird es immer geben. Und ich freue mich aufs nächste Mal und werde mich natürlich besser vorbereiten. So, habe ich das eben richtig gesehen oder hattest du das Gefühl, dass der Kampf ein bisschen anders ausgegangen ist? Du musst dabei sein. Ja, ich meine, klar verhofft man für sich selbst immer das Beste so und ist da auch positiv dann eingestellt am Ende. Aber es war jetzt nicht unbedingt meine Glanzleistung heute. Ich hatte auch ein wenig Probleme mit der Hüfte und das hat mir auch ziemlich zu schaffen gemacht. Also, ja, war insgesamt ein ausgeglichener Kampf. Kann man so oder so werten, den Kampf. Ja, weil so ein leichtes Jubeln hattest du schon auf den Lippen so am Ende. Aber dann kam es doch ganz anders. Wie ist das? Rafft man sich dann aber wieder auf? Klar, in dem Moment ist es natürlich enttäuschend irgendwo. Und ja, hat man auch dann keine Lust mehr, sich mit irgendjemandem zu unterhalten, gerade wenn man sich anderes erhofft. Aber im Grunde ist nach dem Kampf vor dem Kampf und es geht dann irgendwie weiter. Schönes Schlusswort, wir wünschen dir alles Gute, wir sehen uns sicherlich noch weitere Male. Bis dann. Wie zufrieden bist du denn jetzt mit deinem ersten Kampf hier für Hanau? Also, die Stimmung erstmal ist brutal. Hier gefällt es mir richtig übel. Viele Leute, die Show ist Hammer. Herr Bittner, der Mann hat im Boxsport gefehlt. Gute Veranstaltung. Mit dem Kampf war ich soweit zufrieden. Die letzte Runde habe ich ein bisschen weniger getan, weil ich bei meinen letzten Kämpfen mir einen Cut abgeholt habe, wie man hier sieht. Und ich wollte ein bisschen sicherer machen, die Sache sicher nach Hause bringen. Und das habe ich getan. Ich war schon mehrfacher deutscher Meister und auch vor zwei Monaten erste Mal deutscher Meister der Männerklasse. Und ich werde auch dieses Jahr für die WSB, also für Herrn Bittner seine Mannschaft in der 56-Kilo-Klasse boxen. Wie gefällt dir denn hier das Ambiente? Ist schon was Besonderes, oder? Auf jeden Fall. Also ich boxe schon seit 6 Jahren Bundesliga und da ist auch wirklich viel los. Und auch ich habe auch schon viele WSB-Kämpfe gemacht und auch nicht mal da war so viel los wie in der Bundesliga. Ja, dann vielen Dank, dass du bei uns warst und noch alles Gute. Igor, wir kennen uns ja schon, wir haben schon das ein oder andere Interview geführt. Du hast aber jetzt ja die besondere Ehre, in der ersten Mannschaft von Hanau zu kämpfen. Das war jetzt der erste Saisonkampf für dich. Wie zufrieden bist du denn mit deiner Leistung? Also ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung. Ich habe dafür hart trainiert. Und sein ja, Gegner. Ich bin letztens deutscher Meister geworden bei den Männern. In dieser Gebietsklasse und erste Liga ist für mich gar kein ich Problem. Ich rufe in die Box. Blaue Ecke den ja, deutschen Meister. Bin Johann Witt. Davon kein Problem. Ja, die Mannschaft hat sich ja jetzt nochmal ganz neu zusammengesetzt. Das ist sicherlich erstmal eine komische Situation. Wie würdest du sagen, ist so der Teamgeist? Also ich komme aus Württemberg und die erste Liga besteht aus Baden-Württemberg. Also die meisten Boxer und ich kenne die auch von der Nationalmannschaft und die Jungs sind super, verstehe mich gut mit denen und ja, was will man mehr?